Hallöchen zusammen, hier ist wieder euer Alcaramba. Ich habe mal nach dem ersten Let's Play wieder Bock auf ein zweites zu machen. Der erste war ja dann doch ganz ordentlich. Die Kommentare zumindest waren ganz nett, also vielen Dank dafür. Ich habe mir dem auch so ein bisschen zu Herzen genommen, was ihr da so geschrieben habt. Und zwar natürlich, dass die Qualität etwas verbessert werden könnte. Dem hoffentlich wird mit dem Let's Play dann dem Ganzen nachkommen. Und zum anderen, dass meine Stimme auch etwas leiser war, auch das denke ich und sollte auch hier jetzt besser sein. Dann machen wir jetzt einfach wieder direkt ein Go. Diesmal nach dem B2 gehen wir weiter in der deutschen Linie und zwar mit dem dicken Max. Dicker Max, schöner Panzer, super Gun Depression, durch mit der richtigen Karte auch ein absolutes Spaßgerät. Schlechte Karte, wie meines Erachtens jetzt hier etwas. Da kann er auch dann recht schnell aufgeraucht werden, aber gut, lassen wir uns von dem jetzt einfach mal gar nicht irritieren, sondern schauen, ob wir doch was reißen können. So, wir haben Angriffsgefecht. Angriff ist dann doch noch etwas vorteilhaft jetzt hier für die ganze Geschichte. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Ich werde euch gleich mal zeigen, was ich meine mit der Gun Depression. Für alle die ein bisschen frischer sind in dem Spiel, Gun Depression ist der Neigungswinkel nach unten. Und wie gesagt, dicker Max, werdet ihr gleich sehen, ist da absolut stark. Sagen wir es doch einfach mal, schauen wir mal nach unten. Von der Seite, man sieht, wahnsinnig. So, wird der Weg gekreuzt. Ich werde jetzt mal versuchen, hier an den Hügel zu fahren, sag ich mal, beziehungsweise an diese Böschung, dann da eben durch die Gun Depression ein bisschen nach unten zu snipen. Könnte funktionieren, muss aber nicht. Das sehen wir gleich. Hoffe, der Playboy scoutet da ein bisschen. Das ist jetzt schon mal gut. Da ist doch schon der erste. Oh, der ist leider. Dann nehmen wir den KV-1. Man sieht auch wieder hier. Wahnsinn, doch die Depression. Und darunter. Reload gleich nochmal. Der zweite und wie gesagt, man sieht schön, ich bin hier eigentlich nicht hittbar. So, den KV-1S will irgendwie keiner machen. Schade. Da haben wir doch noch einen Freiwilligen. Läuft doch ganz gut. Und der andere mit etwas schlechter im Weg steht. Ah, der war ja unglücklich. T28. Bisschen Schiss. So, ich fahre mal wieder ein Stück zurück. Der Panzer ist definitiv nicht für die erste Reihe gedacht. Da verhält er einfach viel zu wenig aus. Ich hoffe, dass uns nochmal was aufgescoutet wird, weil man hat gesehen, da läuft dann doch was ganz gut. So. Da ist er weg. Und jetzt bin ich auch jetzt das erste Mal gespottet. Fahren wir noch ein Stück mal zurück. Würde sich schön machen, wenn sie es nach sich nochmal blicken lassen würde. Naja, muss ich schon sagen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Er war ein bisschen lucky. Ja,
Jetzt lässt sich das Team in der Stadt aber ganz schön dezimieren, leider. Ich habe noch nicht wirklich viel Muße und Lust, weiter fortzufahren, aber spätestens jetzt gleich werden die Panzer von rechts auch rüber drücken. Das wird die Sue sein, die mich da aufgemacht hat. Da steht sie auch. Die will ich zumindest noch mitnehmen. Also. 1S. Das ist eher ungünstig. Hat er seinen Reload. Da wäre ich auch schon von rechts leider beschossen. Ja, 20. So, da haben wir jetzt natürlich ein Riesenproblem. Schade. Aber ich denke, 1700 Schaden für ein Tier 6 kann sich sehen lassen. Gucken wir, was der Rest noch so macht im Gefecht. Aber ich glaube, da ist der Drops gelutscht. Hellcats sehr passiv finden. Und 4K Spiele, darf man auch nicht sagen. Was wieder mal schade ist, man sieht einer mit 15K Spielen und AFK. Also, das ist wirklich immer ärgerlich. Gut, und da muss ich auch sagen, dafür gibt es die Reports. Nehme ich doch hier einfach mal AFK Bot. Weil finde ich schon, man sollte das System nutzen, dass man einfach ein bisschen was, auch wenn es nicht viel ist, aber ich weiß aus sicherer Quelle, das wird doch was helfen. Aber jetzt sind die beiden dann wahrscheinlich auch schon gleich Geschichte. Al. Oh, da steckt er doch schon ein. Ein, zwei weitere und dann ist er auch weg. Oh, der nächste macht's dann. Als letztes die Hellcat. Hat aber zumindest 3 Kills gemacht, also passiv spielen hier sehr hilfreich. Muss man sagen, hat einen schönen Tarnwert, wahnsinnig schnell, beweglich. Also auch für alle, die noch nicht Hellcat gespielt haben, ganz klare Kaufempfehlung von mir. Wenn man einfach nicht zu den aggressiven spielen wird. So, das ist leider geschehen. 9-15 verloren. Das war sehr schade, aber naja, wissen wir doch selber, das gibt's oft genug. Dann war es das jetzt auch schon wieder. Man sieht, bisschen was hat man rausbekommen, auch mit Premium, das ist okay. Zweitmeister Schaden. Oh, Hellcat hat mal am meisten gemacht. Das war doch sehr gut. Nimm ich alles zurück und revidier's. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr kommt weiterhin auf meine Seite www.wot-com.de und würde auch diesen Kanal fleißig abonnieren, weil, wie gesagt, da kommt jetzt definitiv mehr. Ich wünsche jetzt viel Spaß und gute Wacht weiterhin. Tschüss!